Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ja, ist ein bisschen lange her, ne? Also ein paar, so 3, 4, 5 Tage seit der letzten Aufnahme. Das liegt ein bisschen so daran, dass ich so zurzeit viel zu tun habe, beziehungsweise auch viel Privatleben ist und deswegen komme ich leider nicht zum Aufnehmen. Aber jetzt fängt es wieder an. Jetzt kommen wieder ein paar Folgen. Wir haben heute den Donnerstag, den 30. und deswegen könnt ihr euch schon wieder freuen auf neue Folgen. Und ich versuche auch meine anderen Projekte weiterzuführen. Und da könnt ihr euch gefasst machen drauf. So, wir müssen den hier aktivieren. Jetzt hoffentlich geht's los. Oh Mann, ey. Nur mal ein bisschen leiser machen. Warum ist denn das so laut hier? Oh. Alter, ich bin in einer neuen Dimension, ey. Krass. Das muss die älteste Ebene sein. Boah, ich bin mal so gespannt, was uns hier jetzt noch erwartet, ey. Besonders so hoch an Monsters und so. Das wird ja gar nicht schlecht. Anfänger-Ausrüstungsreparaturset. Das ist ja wenigstens mal vorteilhaft. Ein bisschen wenigstens. Ich will hier erstmal gucken. Hier geht es denn wahrscheinlich zurück irgendwie. Scheint so. Wir können hier erstmal noch durchlatschen. Aber hier ist nämlich auch eine Kiste. Guck mal, das haben die versteckt. Silber, Perun-Runstein, kleiner Torlun. Keine Ahnung, was das ist. Verbesserter Petrisfilter. Keine Ahnung, was das ist. Jägerhandschuhe. Ja, die Jägerhandschuhe, die werden nicht doll sein, glaube ich. Da ist auf jeden Fall ein Kristall. Damit können wir dann zurück. Wir gucken mal hier in die Höhle. Oder in den Raum. Jägerstiefel. Auch ganz nett. Calcium, Equim. Und kleine Art Glyphe. Da oben ist ja auch ein. Alter, boah, warum sind denn hier so viele Tore? Verdammte Axt. Heftig. Ich habe ja mal richtig Schiss, ey. Am besten jetzt kommt noch die weiße Jagd oder so ein Müll. Oder irgendwas anderes. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Jo, natürlich gibt's den. Natürlich habe ich richtig Bock auf den. Boah. Ich hoffe, ihr seht was. Ah, wir machen gut Schaden, ey. Ja, er aber auch ein bisschen. Boah. Heftiger Typ, ey. So. Boah, der macht ja richtig viel Schaden, ey. Ich muss mich mal ein bisschen heilen hier. Ich weiß, ich habe gerade ein bisschen Stärketrank genommen, aber. Was machst du? Junge. Da haben wir ein Blatt. Ich weiß gar nicht, warum er. Der hat immer so gestanden, gezuckt und aber nichts gemacht. Oh Mann, was war das denn für ein Vieh? Pulverisiertes Monstergewehr, Gewebe, Genius Essence, Monsterzahn, Golemherz. Ein Efrit. Können wir den noch gucken? Ich mag das ja. Wo könnten wir den haben? Nirgendwo. Kein Eintrag. Nirgendwo ein Eintrag. Oder übersehe ich den? Nö. Das ist ja echt schade. Dann machen wir den platt und dann kriegen wir nichts dafür. Also ja, gut, ja, hier die Teile und so, ne? Aber. Ich weiß auch gar nicht, ne? Ich habe jetzt keine Macht angewendet, weil ich jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, wusste, was ich so richtig machen sollte. Aber das könnt ihr ja verstehen. So, was ist denn hier nette drinne? Meteoritenbahn? Asche. Ein bisschen Cash hätte ich gerne. Hier sieht's aus wie der sehr feine Herr Tod, der da unten lauert. Oder? Boah, ich weiß gar nicht. Oh, ich will hier nirgendwo lang. Ich
wollte es eigentlich gar nicht. Ah, eine Kiste. Ich wollte hier lang. Leinen. Demeritiumbahn. Mondscherben. Lügen des Ehrens. Oh, und eine Tonne. Hm. In jeder Folge eine zerbrochene Hake, ne? Und abgenutzter Lederbalk. Wir gucken hier noch ein bisschen. Ich will nämlich wieder alles haben, ist klar. Einfach so, weil sie mir auf den Sack gehen, ey. Das ist einfach so. Ich kann da nichts machen. Also da hinten ist auf jeden Fall was. Und da oben ist was. Ich weiß nicht, ob wir hier lang gehen müssen. Wir gehen hier einfach mal lang. Boah, ich hoffe, hier passiert jetzt nichts. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Streckbank, ganz viel Müll. Sieht aus wie beim Messi irgendwie. Naja, wir gehen mal von links nach rechts, ne? Warte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft. Oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Oder sie hat das als Perlenkette für... Wir gucken mal weiter. Perlen des Nordens. Ochsenfurt. Na, das interessiert mir jetzt in dieser Runde. Verschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Aber was oder wen? Was das? Pflege dein Schwert, Soldat. Ah, das kennen wir auch schon. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Mann, ich will was wissen hier. Warum haben wir denn nur nichts? Aufnehmen? Tabakpfeife. Na Gott sei Dank. Was ist das? Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Was? Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Was ist denn ein Megaskop? Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen soll. Dann sehen wir ja Trissi wieder. Geil. Sprich mit Triss über den Kristall. Erzähl Radovid, was du über Philippa erfahren hast. Nee, das will ich noch gar nicht machen. Nö. Oh, geil, ey. Dann sehen wir jetzt was wieder. Also, welche Varianten haben wir denn? Da nach oben, da kommen wir ja eh nicht weg. Ging hier nicht nach... Achso, da. Oh, Mann, ey. Was ist denn hier los, ey? Aber ich glaube, wir müssen hier den hier machen. Wo war er denn? Unos Mentos. Hier. Ach, der ist aktiv. Ha. Ja, Jungs und Mädels. Ich weiß jetzt ja auch gar nicht. Ich würde jetzt hier einfach mal durchgehen. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Ist doch Schwachsinn, oder? So ist doch schön hell. Warum warten da vorne nicht so hell? Hier, ich muss nach oben geneigt sein. Heißt denn jetzt hier wirklich alles? Alles, what I can do? For you? Baby, come for me? Ja, ich glaube schon. Ah, scheiße. Ey, wenn man sich hier so nach oben neigt, dann sieht man mehr, ne? Ich muss, Geralt immer unter ein Kilt gucken. Ja, ich sag Kilt, weil das ist ja kein Rock eigentlich, ne? Das wissen wir ja selber. Okay, dann gehen wir mal so zurück. Ich bin ja gespannt, was die Wachen jetzt noch mit mir machen wollen. Weil ich habe ja den einen auf die Kusche gehauen. Boah, so richtig weiß ich ja auch nicht wohin. Ne? Ah, das ist denn alles da unten? Okay. Ja, heftiger Shit. Fahrrad läuft so, ob müsste auf Klo. So ein bisschen breitbeinig, so Step, Step, Step. Also irgendwie... Boah, ich könnte schwören, ich laufe hier eigentlich ums Eck oder sowas. Hä? Wo soll ich denn hin? Das sieht mir irgendwie alles ziemlich gleich aus. Oh, jetzt ist es aber ruhig. Ah, jetzt komme ich nach oben. Portal und spazierte hindurch. Du hättest ihm folgen sollen. Direkt ins Maul eines Monsters? Ich wollte lieber hochkommen und dir Bescheid sagen. Außerdem muss er auch... Oh Mann. Du lebst noch?
Eine Sicho. Hast du was gefunden? Ja, wir sind hart. Das geht dich nichts an. Da irrst du dich, mein Freund. Ich diene dem König. Alles, was ihn betrifft, betrifft mich auch. Gib mir alles, was du gefunden hast. Wir werden es dem König übergeben. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnapp den! Ja, ja, das war mir eh schon klar. Jawohl. Ja, ich weiß, ich hab's nicht gut geworfen. Wenigstens mal ein Gegner. Oder auch nicht. Okay. Ja, Hauptsache, ich habe mit den Bomben jetzt keinen Schaden genommen. Ah, die Handschellen haben die hier. Diese Demeritium-Handschellen, ne? Damit man keine Macht machen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war, aber ich will den Scheiß einfach den nicht geben, weil ich will ja mit Mäuschen hier reden. Mit Trissi. Und da kommen die mir gar nicht gerecht, wenn die hier so ein Titel-Terz machen. So, ich guck mal auf die Karte. Aber hier müsste doch irgendwo... Ja, hier. Den gibt's da. Und dann können wir ja mit Triss mal darüber reden. Oh, ich freue mich schon dermaßen. Ey, hätte ich denn gewusst, ey, dass ich Triss bald wiedersehe, dann hätte ich ja viel, viel früher schon die Folge gemacht. Aber ich wusste es ja nicht. Und wir haben bald wieder Level Up. Wir können eh mal den Punkte so verteilen. Stopp mal. Muss ja hier lang. Kennt ihr das? Die ist... Warte mal. Wenn das einer so erzählt. So beim Nachdenken oder keine Ahnung, bei irgendwas. Die sagen dann immer, warte mal. Und dann wartet man und wartet man. Und dann denkst du dir so, ja, hier nach 3 Sekunden, warum warte ich denn? Finde ich total lustig irgendwie, diese Gesprächs, ja, Weise, die man so hat. Oder die manche haben. Haben voll viele, auf jeden Fall. Ich nicht. Also wartet mal. Geht hier weiter. So, das hier ist der Knödel. Und hier ist Triss. Oh, hätte ich gewusst, wo Triss ist, ne, wäre ich doch viel, viel früher, viel, viel früher zu Trissi. Oh, Mist. Aber naja, es ist ja, es kommt so alles, wie es gut ist. Und so wie es gut ist, wird es auch kommen. Und das ist eben auch das Gute daran. Hoffe ich, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich bin mal gespannt, ob Triss wird ja ein bisschen mehr wissen, ob die uns sagt, wo Philippa ist. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Aber wer weiß. Vielleicht das ewige Feuer lernen wir was Neues. Okay. Ich weiß gar nicht, was die jetzt hier so... Also ich weiß, dass die böse auf mich sind. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Arena abgeschlachtet habe. Und natürlich den H-Punkt-Sohn auch ein bisschen niedergewölbst habe. Aber ist das ein Grund? Ganz ehrlich, ist das ein Grund, mich so zu behandeln? Ich glaube ja nicht. Oh, klopfen. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ach, das war's jetzt schon, ja? Und jetzt ist es erlaubt. Na, dann ist okay. Dann ist gut. So, dann wollen wir hier mal nach oben. Weiß gar nicht, was für ein Krach draußen ist. Das ist ja wie ein Hubschrauber. Oder Nachbar mit Rasen. Was so ungefähr das gleiche Geräusch sein müsste. Okay. Ich will natürlich hier gar nichts mitnehmen. Quatsch, würde ich niemals machen. Aber die haben so viel. Und ich glaube, die können das abgeben. Ich glaube schon. Ich glaube, die können das echt vertragen, dass ich das nehme.
Deswegen, ich nehme es auch einfach, ohne irgendwie weiter zu fragen. Trissi, ey, die hat eine eigene Etage. Da ist er ja. Was macht ihn da? Was ist das denn? Mäuschen. Stopp mal. Ist hier noch irgendwas? Der letzte Wunsch. Was ist denn der letzte Wunsch? Menschen brauchen drei Dinge zum Leben. Essen, Trinken und Gerüchte. Cool. Hört sich eigentlich an wie so ein Rap, ne? Deshalb werde ich, wohin ich auch reise, ob ins eisige Povis oder ins immergrüne Toussaint, immer wieder danach gefragt, welche Gefühle Geralt und die Zauberin Yennefer von Wendeberg miteinander verbinden. Achso, das kennen wir doch schon, ne? Das haben wir schon mal gelesen. Auf jeden Fall. Ich möchte euch jetzt nicht ermüden mit einer Geschichte, die wir schon längst gelesen haben. Deswegen werde ich hier einfach mal hier so das nehmen, was ich so denke. Ah, hier ist noch was. Was ist denn das? Ein Bandalur-Messer? Ein Bandalur-Tour-Messer? Irgendwie sowas stand da. Okay, seid ihr bereit? Geil. Und das natürlich... Nee, jetzt. Ja, Geralt? Hi. Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Oh. Einiges. Sie hat sich wohl in Elfenruinen außerhalb von Novigrad versteckt, nach ihrer Flucht aus Lochmuin. Sie hat dort einige Experimente durchgeführt. Das hier könnte uns mehr verraten. Ein Megaskop-Kristall. Er ist beschädigt, könnte aber noch funktionieren. Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat. Perfekt! Dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur der Flaester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können. Wilgefortz hat's geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist... Denn dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Okay. Heftig, ey. Ich möchte auch Megaskop haben. Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Erzähl mal. Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen, das sind die mächtigsten Zauberinnen. Die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen. Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Immer dieses mit Macht, ey. Meine Güte. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Das ist viel besser. Bei mir ist er sicher. Ich werde einen Analysezauber wirken. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Viel Glück. Das war's jetzt schon? Ja, Geralt.
Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Okay. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Oh Mann, ey. Aber so ein bisschen den Unterton, den haben wir schon verstanden. Bis dann, Triss. Und dann müssen wir doch noch mit Radovid reden. Und das in der nächsten Folge von Wops, Triss tritt uns, ja. Tretende Triss. Bei Witcher. Ciao.